Hallo Freunde der virtuellen Landwirtschaft und alle, die es doch werden wollen. Ich begrüße euch hier auf meinem Planeten, dem Mars. Ja, ihr seht, ich stehe schon mit dem Mähdrescher vor einem neuen Feld. Da ist jetzt Mais drauf. Das heißt, die Sonnenblumen habe ich erledigt. Und dann fangen wir mit dem Mais an hier gleich nach dem Intro. So, da sieht sich auch schon im Mähdrescher. Ich mache mich natürlich jetzt zuallererst mal wieder klein und biege mich hier an die Seite. So, also mal. Das lasse ich auch mit dem Standardhelfer machen, weil hier wird sich noch was einiges ändern. Da mache ich ja mehr, also ich werde da was zusammenlegen. Deswegen fahre ich das jetzt gar nicht erst ein hier. Und dann, der wird schon richten hier, der Kamerad. Denke ich doch mal. So, hier haben wir die Sonnenblumen drauf. Die paar, die wir jetzt von den zwei Feldern runtergeholt haben. Die bringe ich mal ganz fix zur Raffinerie. Die brauchen ja auch Sonnenblumen. Wo habe ich denn die? Habe ich die unter Basis? Nee. Habe ich noch gar nicht eingefahren. Noch gar nicht angelegt. Da bringe ich das Zeug mal schnell hin. Wenn wir jetzt nämlich Raps ernten, dann, Raps sage ich schon. Mais ernten, dann passt das ja da nicht rein zu den Sonnenblumen. Geht ja nicht. Geht doch gar nicht. Ja, wir sind ja in 37 Sekunden sind wir da kann man ja locker dabei bleiben. Was? Der Dampf ist schon wieder leer? Nee. Da fehlen dann nur noch die Sojabohnen. Dann kann die loslegen. Die Raffinerie. Ups, raus mit dem Zeug. Wir müssen zu Feld 10. Da habe ich ja noch keinen Weg gemacht. Fahr mal zu Feld 7. Ja, du willst jetzt einparken. Das kannst du knicken. Du fährst jetzt Richtung Feld 7 und Abfahrt. Da werden wir gleich überladen müssen, oder? Ja. Der ist bei 100% und schreit jetzt nach einem Abfahrer. Deswegen begeben wir uns direkt dorthin und fahren nicht über los. Ziehen auch keine 10.000 Euro ein. Das heißt, er schreit ja gar nicht nach dem Abfahrer, weil es ist ja der Standardhelfer. Das sehe ich aber unten. Hier sehe ich, dass er voll ist. Das sind wir jetzt auch gleich am richtigen Ort. Ja, vor uns blinkt es auch schon. Den Rest kann ich selber übernehmen, mein Freund. Da brauche ich dich jetzt nicht dazu. Er hat wenigstens das Rohr ausgefahren. So, dann gib mal her den Scheiß, Mais. Dann haben wir hier an der Ecke nur noch da oben, Feld 9. Da weiß ich gerade gar nicht, was da drauf ist. Aber da können wir ja mal schnell gucken.
Hier haben wir 9. Und da ist drauf Sojabohnen. Brauche ich Sojabohnen? Die brauche ich doch auch für die Raffinerie, oder? Biodiesel. Ja, Bingo, passt doch. Also Raps haben wir jetzt drin. Sonnenblumen haben wir drin. Jetzt kommen noch die Sojabohnen rein. Was heißt denn hier? Overdrive. Overdrive Biodiesel. Da kriege ich dann sogar Strom. Beim normalen Biodiesel kriege ich keinen Strom. Bei Overdrive kriege ich Strom, aber wird halt schneller leer. Und so viel passt ja da gar nicht rein. Wäre doch geschickter, wenn ich das unten aktiviere, produzieren wir auch noch Strom. Oder? Sehe ich das falsch? Glaube nicht. Machen wir hier deaktivieren und aktivieren lieber das hier. So. Ja, ich weiß. Ach, der braucht Strom dann. Ach, der ist ja blöd. Also vergiss das mit dem Overdrive. Deaktivieren wir wieder. Und gehen wieder unser normales Biodiesel. Da brauchen wir nämlich keinen Strom. Der kann mich mal. So. Karte. Wie weit ist der? Gleich fertig. Der wird dann hier in der Ecke da oben aufhören. Was mache ich mit dem Mais? Könnte ich eigentlich mal ins Lager schmeißen, solange ich noch keinen Plan habe. Was, der hat Vulkontank? Die paar Dinger hätte ich auch noch mitmachen können jetzt. Verdammte Axt. Was kann ich da zurückkurven? So was Unnötiges. So, raus mit. Dann ist das ja gleich erledigt. Ach, jetzt macht der es auch nicht auf der Spastikus. Oh. Da habe ich das etwas unterschätzt. Wie weit der das Rohr ausfahren kann. So. Hey, damit. Dankeschön. Ne, wo doch auskommt. Nicht zu sparen. Noch kann ich keins produzieren. Ah, komm ich nicht vorbei. Ich mach so rum. So, wo ist das Feld? Rechts von uns. Ja. Einmal 1, 2, 3. Passt auch nicht. Das sind 1, 2, 3, 4. Ich könnte machen die drei so zusammenlegen und dann da ein Feld raus. Und die zwei werden dann auch zu einem Feld später. So habe ich mir das vorgestellt. Machen wir erstmal das da oben weg, die 9.
müsste dann ja das hier sein. Rechts haben wir abgedroschen. Das Rohr kann wieder rein. Dann setze ich dich mal hier an. Und dann machen wir hier den Standardhelfer wieder an. So, und das kippen wir jetzt mal. Basis ins Nahrungssilo. Also wenn Mais keine Nahrung ist, weiß ich auch nicht. Bis der abgeladen hat, der fährt mir zu lange. Gucken wir lieber hier zu. Ich sehe mal was. Sojabohnen. Das ist schön für die Raffinerie. Warte mal, ich habe hier noch das Feld 1. Das habe ich eingefahren, weil das werde ich so... Ne, habe ich jetzt Quatsch gemacht, weil ich will das ja mit dem zusammenlegen. Kann ich wieder abreißen nachher. Aber da sind doch auch Sojabohnen drauf. Jawohl. Ha! Flutschit! Da fährt wieder so im Kreis rum. Na, da ist er. Wenn dann die letzten zwei noch reif werden, hier die 18, die 15 und die 4. Was haben wir denn da oben drauf? Ja, wenn ich in die. Welches war's? 15, also hier. Ach, Sonnenblumen. Sind noch nicht reif. Dann haben wir hier die 4. Das sieht mir. Ich wollte schon sagen, Sonnenblume, aber das ist Unkraut. Da sind drauf. Schwupps. Sojabohnen. Auch. Okay. Und das da unten, die 18. Auch wieder Sonnenblumen. Ja, gut. Die müssen wir natürlich auch noch abenden. Und dann können wir. Dann können wir die Felder zusammenlegen. Genau. Das hier lasse ich. Da mache ich nichts. Das hier. Habe ich das schon abgeendet? Ja, Feld 21 weiß ich nicht, ob ich da was mache. Die 16 weiß ich auch nicht, ob ich da was mache. 17 ist mein Grasfeld. Es bleibt so. Also ich habe geplant, hier ein Feld, da ein Feld, da ein Feld, dann da runter ein Feld. Die da. Wenn mir das nicht reicht, kann ich noch die anderen anpflanzen. Das sehen wir dann. So. Du, mein Freund. Ist gleich da. Ja, Maisleder ab. Hätte mich jetzt gewundert, wenn nicht. So, dann kannst du wieder aus. Dann müssen wir fahren Richtung 8. Schwupps. Felder Richtung 8. Und adios, Muchachos. Gib Gas, Johnny. Wir haben noch ein Feld.
Ach, lass dir Zeit. Ist noch weit? Kann ich da abkürzen irgendwie? Warte mal, wo sieht man denn? Ach, bist echt da unten. Und wenn ich jetzt fahre, wird es auch nicht schneller, weil schneller wie 42 fährt der Freund ja nicht. Ah, trotzdem, komm. Gib Schummi. Gummi. Was haben wir hier jetzt geendet? Weiß es wieder nicht. Na, wo ist der Drescher? Hey, 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 Drescher, ich brauche dein Inhalt. Badam, bam, bam. Raus mit dem Zeug! Wir haben Sojabohnen. Warte mal, sind das nicht auch Sojabohnen da unten? Let me look. Ja, passt doch. Hat der da was stehen lassen, der Hund? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Lässt der mir da Sojabohnen stehen? Nee, 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 nee. Kommt, Johnny. Ich übernehme. I make this. Hört er einfach auf, kurz vor Schluss, und lässt da was stehen. Was ist das für ein Pappenheimer? Du wartest, mein Freund. Jetzt komm echt ich bin größer wie du. Weg mit dir! So. Ich würde sagen, das eine Feld schaffen wir auch noch. Machen wir halt einen Anstallmodus. Verpasst hier schnell den Kurs. Klapp dich mal ein vorne. Das ist Feld, was war's? Feld 1. Das heißt für dich. Wir fahren zu Feld 1. Dann Kurs brauchst du natürlich auch. Kurs haben wir nicht. Wir fahren dahin. Da fangen wir mal an. Speichern tue ich das nicht. So. 14 Meter. Ein Vorgewende und der Rest müsste passen. Ne, da. Generieren. Raus ohne Speichern. Wenn du da bist, fängst du an. Abfahrt. Wo liegt jetzt dein Problem? Haben wir hier keine Straße? Haben wir auch eine Straße? Komm, ich setze dich auf die Linien. Nicht, dass du verzweifelst und weinst. Nicht auch die richtige Richtung. Wo sieht man denn überhaupt? Da oben? Ne, sieht man nicht. Wir müssen links rum.
Weißt doch. Ach, hinter mir. So rum ist er mal. So rum müssen wir. So, jetzt aber. Auf zu Feld 1. Ach, der kann nicht fahren, weil er nicht zuklappen kann. Stimmt ja. Ups. Das wollte ich jetzt nicht. Halt, wart. Na komm, das wird ja doch nichts mehr heute jetzt. Wir haben schon 20 Minuten. Ich steige jetzt aus. Ah, der Motor kann auch noch aus. Motor aus. Die hässlichen Dinger können auch weg. Und dann. Aber ich schicke den trotzdem los. Ich kann mich ja während der Fahrt von euch verabschieden. Feld 1, Abfahrt. So. Ich mache mich jetzt mal wieder gerade. Ne, echt, mach mal den Sound weg hier. Das ist ja viel zu laut zum Verabschieden. Aha, vielen Dank. Genauso wollte ich es haben. So. Und jetzt kann ich mich gerade beamen. Und das war's jetzt für heute. Ich bedanke mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich, euch hat gefallen, was ihr gesehen habt. Wenn ja, dann schaut doch gerne morgen wieder rein. Gleiche Welle, gleiche Stelle. Und natürlich gilt wie immer, ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ich sag dann Tschüss, Arrivederci und Goodbye. Bis zum nächsten Mal, euer Obi. Das Publikum war heute wieder wundervoll. Und traurig klingt der Schlussakkord in Moll. Wir sagen Dankeschön und auf Wiedersehen. Schauen Sie bald wieder rein, denn etwas Schau muss rein. Und heißt es bühnefrei, dann sind Sie mit dabei. Die Schau muss weiter gehen, auf Wiedersehen. Wiedersehen.